einfach ist. Ah, Pfeiltaste. Ah, genau, das war's. Runter. So, liebe Zuschauer, mal jetzt mal von euch ein bisschen Feedback. Was haltet ihr denn hier von dieser ganzen Bundeswehrgeschichte? Von dem chaotischen Kram, wie wir uns hier anstellen? Ich fand's gar nicht so chaotisch bis jetzt. Bist du ein Zuschauer oder? Auch ja, ich habe den Stream nebenbei laufen. So, wer fehlt denn nur noch? Shaker? Fühl ich mich angesprochen, außerdem fühle ich mich immer angesprochen. Aber du kommst auch nur mit dem Panzer. Na, ihr ebenfalls gespawnt, ihr war bei eben was. Ja, gemacht. Egal. Aber ihr seht alle auf die Karte die Fahrer und ihr wisst, wie ihr fahren müsst, okay? Ist das verständlich? Ja. Ist schon klar. An jedem Wegpunkt halt oder vorrücken? Weiter. Vorrücken. Wir machen Durchbruch. Erst bei der Feuerposition da oben auf dem Berg, bei dieser Kirche, da machen wir halt. Da haben wir mich dann, müssten wir perfekt auf die Leute ansehen. Also auf die Feinde und dann einfach rein. Okay. Wo muss ich ansteigen? Rechts, Mitte oder links? Von dir aus gesehen ganz links. Links, ja. Was? Haben wir denn noch schnell Zeit für eine Strullpause? Ich muss mal schon die ganze Zeit ganz dringend. Ja, dann gib Gas. Panzer hat noch ungefähr 20 Sekunden. Also gib Gas. Das Zuschauen und Unterhaltung finde ich super, ist cool, ist ganz schön. Da fehlt ein Market-Tenderwagen. Naja, den haben wir halt in der Basis gelassen. Zum Saufen und Fressen, da kommen wir unterwegs nicht. Klar, immer. Ist richtig geil. Klar, Rockdogs immer einsatzmäßig taktisch und logisch denken, genau, Sasa. Da hast du recht. Der ist, glaube ich, voll belegt hier, oder? Welcher? Der, wo du gerade rumschlawenzelst. Ich? Der linke. Was? Irgendwer schlawenzelte gerade hier um unseren Tank rum. Ja, hier vorne, warte, ich komm mal hergefahren hier. Ich höre gar nicht. Wenn die Person noch hinter unserem Tank ist, nicht umfahren. Nee, hinten ist frei. Okay. So, wer ist denn jetzt wo eingestiegen? Rocktox ist bei mir. Okay, und so, der, bin da. Wiesel ist bei mir. Richtig. Ja, dann müsstest du mit dem Schenker fahren. So. Abgesehen, dass ich Arma verwerflich finde, weil es nur für einen Zweck für den von den Amis programmiert wurde, Kanonenfutter zu rekrutieren. Nee, dafür gibt es America's Army. Genau. Wollte es gerade sagen. Arma ist von Schweden, oder? Nein, nee, von Tschechen. Tschechen, genau, Tschechen waren es. Tschechen, Bohemia Interactive. Nur mal so nebenbei kombinieren. Es sind Tschechen. Tschechische, Bohemia Interactive. Genau, weil dann wäre auch die, wenn es Amerikaner wären und High Budget wäre, dann wäre die Engine nicht so beschissen. Ja. Ja. Und Arma gibt es ja auch für die ganzen Mods. Ich finde altes Live zum Beispiel ist doch eigentlich im Gegensatz zu Arma friedlicherer Mod. So. Ja, man kann zwar durchaus auch Gewalt ausüben, aber. Sag mal, wer gammelt denn da noch rum? Ich habe hier immer noch keinen drinne. Shaker. Hallo Shaker. Ja, hallo. Deutscher Panzer. Ja, bist du im richtigen Fahrzeug? Ganz links, haben wir gesagt. Ich sehe einen, ich bekämpfe den. Ja, ganz links, ich bin ganz links. Nein, nicht ganz links. Nee, ganz links sind Doc und ich. Achso, ich dachte ganz links. Ach. Ja. Wo da? Was schießt du? Ja, war Infanterie. Nee, das ist meiner, da musst du nicht. Mitte, Mitte, Mitte. Nimm den mittleren. Sonst, Hartmann, kannst du bitte mal stillstehen? Ich kann das. Hast du das, wenn die Leute immer irgendwie rumfahren, rumschießen müssen? Bleib einfach stehen. Einfach stehen bleiben! Nee. Oh Mann. Nee. So, sind wir bereit? Aus Prinzip. Gut, dann vorwärts, Marsch, Konvoi, los, Abfahrt. Konvoi oder? Doch, so, Angriff. Jeden Feind vernichten, den wir sehen. Wiesel, du musst mir ansagen, wenn du was siehst, dreh dich sofort auf die Bremse, dass du gut schießen kannst. Der Leo kann aber sehr gut, im Gegensatz zu den anderen Armor-Fahrzeugen aus der
Geschwindigkeit schießen. Das haben sie echt gut umgesetzt. Ja gut, okay, das kann er ja auch in Wirklichkeit. Stabilisierte Waffenanlage, ja. Das haben sie, also das muss man generell sagen, auch dass er nach dem Schießen das Rohr hochhebt, damit man nachladen kann. Also, detailgetreu haben sie das echt gut umgesetzt. Dafür, dass, also der Mod hat auch ein paar MB und er ist ja noch lange nicht fertig. Also muss man echt sagen, er läuft gut. Wie war das? Wie kann ich schneller fahren? Mit Shift-Taste? Shift-Taste, ja. Ja. Okay. Weil ich komme euch irgendwie gar nicht hinterher. Jetzt ein bisschen rechts. Ah, scheiße. Da war eine Mauer. Nicht schlimm, Doc, nicht schlimm. Das ist ja ein Panzer, der hält das aus. Ja. Also das im Kreis drehen hast du schon mal drauf. Definitiv. Ja, ne? Das kann ich. Weil ich nichts kann, aber im Kreis drehen kann ich nicht. Bleib immer gleich. Aber wartet aufeinander nicht, dass wir uns zu sehr Hartmann, wart mal ein bisschen auf die anderen zwei. Bitte mal zusammen warten. Nicht, dass wir so auseinandergerissen sind, das bringt uns nichts. Und fahrt nicht hier wie so eine Kleckerbock aufeinander, ey. Das ist ja, wir stehen ja hier Kette an Kette. Ja, das ist schlecht. Abstand halten. Ich bin extra weit rechts gefahren. Fahrt weiter. Nee, wir warten noch, wir warten. Oh, wir fahren drüber hinaus. Ja, gut, dann gibt Gas. Der Schalker sitzt bei mir drinnen, ne? Jetzt links einrennen und dann rennen ins Dorf. Nee, warte, ich dachte, wir folgen dem Plan. Wir fahren außen rum, hinter der Fabrik. Ach so, das ist ja immer noch. Ja, weil hier irgendwo auf die Map. Dann hat man rechts, geradeaus, 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 geradeaus. Mehr links. Bisschen. Genau. War so, das passt. Und hinter die Fabrik quasi, dann sehen wir das. Ich schau mal, ob ich schon was sehe. Ihr habt was aufgeklärt. Aber kann ich nicht bekämpfen. Wenn man dagegen fährt, oder fallen sie nicht um? Was, Bäume? Ja. Kommt drauf an. Fallen um. Also die meisten fallen um. Also die ganz dicken wahrscheinlich nicht. Ja doch, teilweise die auch. Es gibt dann teilweise, ja, dass du am Strauch dann hängen bleibst. Also das ist teilweise sehr lustig. Das ist halt diese bekannte arme Engine. So, wir sind fast bei der Feuerposition. Ja. Hat man fahr dann einen großen Bogen, dass wir denen nur die Front zeigen. Nicht das Heck oder die Ketten oder so. Ja. Also warum besteht die Ich sehe du Hartmann. Ja, ich weiß es nicht, Doc. Scheint heißt du Hartmann. So. Noch ein bisschen vor. Stopp. Langsamer jetzt. Stückchen vor. Ich warte noch auf die anderen. Digga, fahren wir hier vorne leicht. Über die Kuppe drüber, ich sehe über die Kuppe nicht drüber. So eine kleine Buschgruppe, da will ich hin. Genau die hier vor uns. Damit wir durchstecken. Stopp! Ich seh's. Stopp! Nicht rückwärts! Panzer! Ach so, Panzer. Hartmann, fährst du rückwärts? So kann ich nicht schießen, verdammt! Ja, das ist eine Anti-Air! Das ist eine Anti-Air. Warum fährst du zurück, Junge? Ich hab Schädling getroffen. Jetzt Panzer können wir jetzt aufgeben. So. Nicht einfach zurückfahren. Soll ich vor? Ja, fahr weiter vor. Es ist egal, Panzer ist im Arsch, Kanone ist kaputt. Ich sehe nur eine Infanterie, aber die erwische ich nicht. Hat man Stopp? Das sind drei. Jetzt kannst du zurückfahren. Panzer vernichtet den ersten. Roten Treffer vermutlich. Ja, ausgerufene Schützen. So, Panzer aufgeben, verlassen. Oh, bringt uns nichts mehr. Also du darfst nicht einfach zurückfahren, dann sage ich langsam vor, dass ich bekämpfen kann. Aber wenn du nur wieder zurückziehst, dann fährst du mir, kann ich wieder nicht schießen, weil der Berg mir im Weg ist. Das bringt halt gar nichts. Ich steig bei euch ein, als Kommandant. Auf jeden Fall, die beiden Kampfpanzer habe ich vernichtet. Infanterie auf 250. Ja, habe ich gesehen. Wir sind noch auf Feuerposition hier. Ihr seid beide weg? Ja, unser Panzer ist weg. Ja, ich bin ich sehe Fahrzeug 247, halb hinter Deckung, auf 200 Meter. Ich 247. Okay, ich gucke ein bisschen vor. Sitzt du bei uns drin? Ich sitze beim Ding drin, beim R. Wir sind getroffen. Bei Shaker sitze ich drin. Ja. Vernichtet. Sehr gut. So, was bekämpften uns da von hinten, glaube ich, wird mit beschossen. Ich muss ein bisschen drehen, glaube ich. So. Ich weiß nicht, von wo wir da beschossen werden. Auf. Ja, jetzt hier nochmal ein Stückchen hoch, hoch. Weiter und steht. Stopp. Der Busch. Nicht in den anderen Panzer. Fahr mal weiter rechts von denen und such dir da eine Stellung.
Irgendwo so leicht angelehnt an einem Busch. Ja. Da, Schütze. Ich glaube, uns hat eine Rakete erwischt, also von einem Infanteristen. Ja. Ne, da ist ein Flakpanzer. Vernichtet. Wir werden immer noch getroffen. Ersten. Weiß ja nicht, von wo ich sehe, war lauter Rauch, nix. Ja, warte. Da ist das zweite. Schmeiß Rauch. Absolut nichts. Kanone, nicht. Eimer. Okay. So, Rückzug. Ich sehe zwar schießen, aber... Also, Seiten richten kann ich noch, Höhen richten ist defekt. Okay, ich glaube, wir müssen absetzen, oder? Weißt du nicht, ist der letzte Panzer noch in Ordnung? Ja. Gut, dann unser Panzer, glaube ich, absetzen und versuchen, zu Fuß die Anti auszuschalten, oder? Achtung, wir haben hier... Infanterie, glaube ich, vor uns noch. Ah, da kommt ein Panzer. Seh ihn. Okay, komm, nimm ihn. Ich schieße noch. Linke Maus. Ja, du musst FNN unlock. Du hast. Du musst die Waffen durchschalten. Okay, sind beschädigt. Ah, okay. Infanterie im. Im. Okay, ist aber kaputt. Ja, dann, Kommandant, schmeiß Rauch. Von entsichert war nie die. Jetzt haben wir nur dem Anfang erzählt, die ganze Zeit, frag halt früher, wenn man schießt. Die Gewerbefläche. Ja, mehrmals. Da ist Infanterie in die Gewerbefläche, wo wir neben. Okay, wo? Siehst du irgendwo welche? Ich bin nämlich schon drin. Ich sehe auch keine, ich bin auch. Okay, aber, also da vorne, ganz vorne, ganz vorne am Ende der Gewerbefläche ist es bei Shaker. Bei uns hinten ist nix. Ja. Shaker ist nicht vorne. Natürlich ist er vorne, der Sanitäter. Wer sind das? Ah, ich bin andere Seite vorne. Ja. Links vorne. Bin vorne links. Ja, und da ist Infanterist, sehe ich auf der Karte. Ich habe auch gerade einen gespottet. Der ist wahrscheinlich weggelaufen. Der war wechselseitig vorrücken. Euer Richtung. Vielleicht ist er weggelaufen. Ich weiß nicht, die zwei, die da im Freigelände sind. An eurer Stelle, ich würde durch das Fabrikgelände gehen. Ihr seid so offen. Ihr werdet nur weggeknallt. So. Ich bin in Feuerposition, ich versuche jetzt mit der RPG die abzuschießen. Fuck. Warte, da ist die APC gesichtet. Wir kämpfen mit Panzerfaust. Hatte ich vorne gesichtet, ist an der Straße. Nein, ich wollte gerade abdrücken, ich bin tot. Arsch, ey. Ja, ich auch. Oh Mann. Die Rolle. Ja, ist das, also wirklich. Ich habe in dem ganzen Spiel noch keinen einzigen Gegner gesehen und bin schon dreimal tot. Das ist unglaublich. Ich aber auch gerade das erste Mal. Naja, die Kai ist aber wahnsinnig gut. Scheiße, das ist nicht so gut. Ein Schuss mehr drin. 42. Wir kommen jetzt einfach nochmal mit. Ja, ich habe jetzt auch nochmal ein Neo gespawnt, ihr könnt euch auch nochmal spawnen. Ja, genau. Wie war das bei Weapons? Oder? Nein, du gehst zu dem Schild hin, Open Port Panel und dann Tracked Vehicle Spawner. Also Ketten. Dann stehst du vor so einem Unterstand, dann wieder Mausrad, Open Tracked Vehicle Spawner und dann unter Mods entweder Leo oder Puma. Komme mit Panzer. Geil, jetzt ist mein Speicherplatz von meiner extern wieder, von meiner Aufnahmekarte wieder voll. Der erste Schritt fehlt mir. Du gehst zu dieser Karte hin, die daneben den Weapon-Dingsbums da steht. Ach, ja, ja. Okay, genau, die Karte war es, richtig. So, Morphin-Auto-Injektor sitzt. Er fährt an.